So, herzlich willkommen. Wie versprochen, ja, ein bisschen zu spät, 22.12 Uhr, muss ich sagen. Ich hatte gerade noch Besuch und den konnte ich nicht ganz so schnell loswerden. Heute disponieren wir mal um, was den Pilotenring angeht. Und zwar bin ich ja bisher Datenmissionen geflogen von Zeos nach Sotis und von Sotis nach Zeos. Und lohnt sich einfach von der Masse her nicht, was ich so an Ruf bekomme. Deswegen geht's mal weiter, Biomüll transportieren. Und zwar gibt's da ein System, was mir gestern genannt wurde. Das suche ich heute nochmal raus. Und dann sehen wir mal, ob das da besser funktioniert. Mach mal die Musik noch ein bisschen leiser. So. Und dann gucken wir mal, ob wir das jetzt auftreiben können. Und dann müssen wir da auch mal einen Frachter hinholen. So. Ist das nicht irgendwo sogar mal gespeichert gehabt? Latuba? Nee. Ich google gleich mal ganz kurz. Okolulu oder was? Ja. Wie hieß es? Okolulu? Okolulu. Okolulu. Wie Honolulu bis mit Oku? Nee. Warte, ich gucke. Okululu. Eieiei, nicht mit der 7 dazwischen. Hi Meloki übrigens. Jetzt ist. Hey. Warte, ich muss mal kurz ins Raumschiff zurück, dann kann ich gucken. Und so blöd zum Schreiben. Okululu. Jetzt habe ich langsam alle Schreibweisen durch. Jetzt fliegen wir doch lieber nach Honolulu. Ich glaube ohne CK. Also O, K, U. O, K. Warte, ich bin gleich im Schiff. Warte. Kann ich dir ganz genau sagen. Okuagasa. Ach, übrigens schön mit der Nalane-Lookabite. Ja, genial. Ich habe mir das Video nochmal angeschaut von Star Citizen. Das war geil, ne? Aber es sieht schon Hammer aus, ey. Die Planeten ist ja krass. Hast du das Schiff gesehen, wie geil das aussieht in der dritten Person? Ja, das kenne ich ja schon. So, warte, zack. So, wo ist es? Ah, nee. Das kannst du ja nicht finden. Also O-L-O und dann Kulu. Olo Kulu. Genau. Juhu! Wir fliegen zurück in die Bubble. Weißt du zufällig auch das Zielsystem, zwischen welchen beiden Systemen ich dann pendel? Das siehst du, weil die ganzen führen zu einer Station. Führen dann immer dahin, okay. Ja, ich muss erst mal hinkommen.
habe ich denn? 7, naja. Das geht ja wohl noch. Gerade so. Ja, Freitag, Samstag, Sonntag bin ich ja weg. Erstmal in der Schweiz. Wollen wir nächste Woche mal eine Runde Star Citizen angehen? Ja, machen wir es gerne. Ist auch Spätdienst. Das heißt länger als bis um 12. Yay. Ob das mein Chef gut findet, das weiß ich noch nicht. Deine Freundin, Leute. Das bin ich selber. Also. Zur Not gebe ich einen gelben Schein rein und hoffe, dass es nicht merkt. O7 und willkommen im Chat. Schön, dass ihr euch an diesem Dienstagabend bei mir im Stream zusammengefunden habt. Wir gehen Biomüll fahren. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, dass ich im Kindergarten immer am Zaun stand und die Müllmänner zugeschaut habe und es immer ganz toll fand, was sie da mit dem Auto machen. Heute kann ich es in einem Raumschiff selber machen. Dass ich das jemals öffentlich zugebe, hätte ich auch nie gedacht. Das glaube ich auch. Feuerwehrmüllauto. Was gibt's noch? Was noch cool? Abschlepper. Polizei, keine Ahnung. Kran, Bagger. Alles, was Krach macht. Ich glaube, eine Zeit lang war es auch Tiefbau und Kanalarbeit. Es ist schön, ich bin wieder auf dem Weg in die Bubble. Wieder zurück in die Sicherheit. Haben noch Ruf hinterher. Na, immer noch Leutnant Stufe 100. Also Leutnant 100%. Hoffen wir, dass wir da gleich was kriegen. Wenn ich nach der ersten Runde. Mit was fliege ich da jetzt am besten? T9. Anna oder Python? Oder soll ich die T9 holen? Du kannst auch eine Anna nehmen und umbauen. Also, dass du genug Cargo hast. Wo ist halt Platz? Nee, Anna habe ich aber nicht den Sprungantrieb ausgebaut. Da gehe ich lieber die T9 holen. Die Anna fliegt weniger als die T9. Das ist ja bloß ein Sprungsystem. Schließt nicht. Oh nee, jetzt Notstopp zu nahe. Ich glaub's ja nicht. Jetzt mal so einen anderen Exploit ausprobiert.
nicht, ob das Exploit ist oder immer nur. Sag's lieber nicht zu laut. Okay. Da gibt's halt eine Position, da kannst du Daten scannen. Ja, gleich kommt hier jeder von Frontier. Ins Discord. Exploit. Okay. Buongiorno. Hallo. Grüezi. Ah. Was, Spikies? Klingst du anders? Warte, ich klinge anders. Wer Leise bist du und was hast du mit Spikies gemacht? Verschluckt. Bist du irgendwie ganz schön leise bei mir zumindest. So leise? Ja, irgendwie schon. Klingst du irgendwie ganz anders. Okay, ja, ich bin mit dem Handy drin. Achso, gut, das ist kein Wunder. Das Mikrofon. Jein, also ich habe schon ein PC-Headset auf. Aber weil ich habe ja so ein Y-Kabel, weißt du? Wo du Mikrofon und Audio-Klinkerstecker auf einen machen kannst. So ist groß, dann. Hallo, Spring. Ja, doch. Der hat doch den Ton leiser, oder? Was denn? Ich damals für den Rock. Ja, das Ding war mit dabei, wo ich mir hier von, wo ich mir das letzte neue Headset geholt hatte für zu Hause. Ich hatte mir so ein... Klinker oder was? Du meinst ein Y-Klinken-Dings? Ja, richtig. Ich hab mir ja dieses Sennheiser geholt. Sennheiser-Headset, irgendwas mit, heißt das GSP 300 oder sowas. Also Sennheiser sind gute Headsets, kannst eigentlich nichts gegen sagen. Ich wusste nicht, dass die bei Klinker drin sind. Ja doch, ist noch nicht alles auf dem Display. Wie hieß es nochmal? Okulu, ne? Olo. Olokulu. Olokulu. Ja, Sennheiser GSP Gaming Headset. Also das GSP 300 ist das, was ich mir geholt habe. So, adaptive Verschlüsselungsfassungen sind voll. Fünfer Mats. Das ist Scan-Daten. Ja, bist du gerade unterwegs, Spikey, oder bist du zu Hause? Nee, ich bin unterwegs. Ich habe Pause in Lübbenau gemacht. So, bin jetzt seit 2 Stunden 20 am Fahren. Auf dem Weg nach Eisleben. Da lade ich gleich Tiefkühlbackware. Tiefkühlbackware in Eisleben. Das passt ja. Ja, Lutherstadt Eisleben. Ja, und damit fahre ich dann noch Windisch. Ich habe noch 54 Lichtjahre. Aber du bist nicht der Einzige, der heute transportiert. Ich darf jetzt gleich Biomüll transportieren. Biomüll? Okay. Weil das mit den Datenmissionen, das ging dann schon relativ schwierig. Ja, also wenn du dann hier Dingens machst, so Transportmissionen dann noch dabei, klar, da kriegst du mehr Ruf für, ne?
Aber zum Anfang sind die Datenmissionen, sag ich jetzt mal, nicht voll in Ordnung, mit, ja. Um mit dem Ruf bei denen Fraktionen da hochzukommen. Ja, und ich habe mir ein System freigeschalten, wo ich noch keinen Zugriff hatte bisher. Also von daher, ganz ohne Erfolg war es jetzt nicht. Serious-Systems brauchst du für den Ingenieur. Hast du dir freigeschalten? Du hast für die Sirius Corporation gearbeitet. Ja. Deswegen ist der Ruf jetzt. Brauchst du dann später für Markus Quint. Ach, kriegt man da Ruf oder was für Sirius? Ja, wenn man die Missionen von der anderen Fraktion auch mit annimmt, da gibt es die Sirius Corporation. Und ja, kriegst du Ruf. Ich bin eigentlich bei den ganzen Fraktionen da überall verbündet oder so. Dann müsstest du auch Zugriff auf Sirius-System haben. Ja, muss ich mal gucken, wenn ich zu Hause bin. Also ich habe da jetzt fast alle voll gemacht jetzt. Also... Hast du dir die T9 jetzt rübergeordert oder was? Ich fliege jetzt gerade erstmal hin und guck, was es so gibt. Der Planet sieht ja auch cool aus hier. Da unten fliegst gerade zu nah an den Planeten dran, der bremst dich. Nun muss ich nochmal beschleunigen. In dem System gibt es zwei Stationen, die haben beide halt Aufträge. Also du musst es nicht machen, ich bin immer zum ersten geflogen. Nicht wohl beide, oder? Naja, ist halt ein Flug zwischendurch und wirst halt eventuell abgefangen. Na, auch wieder wahr. T9 würde ich es nicht unbedingt machen. Arsen abgebaut mit dem Bergbauschiff. Yay! Yeah. Wo? Eisring. Mega! Arsen gibt's in Eisring. Hast du das System gebookmarkt? Nee, ist völlig egal. Ist in egal. Ja, geil. Geben, sehr geil. Sehr geil. Genauso wie Mangan und sowas. Was war das noch? Wie ist die Häufigkeit? Ich hab nicht so viel raus. Ich hab jetzt bloß 50 Tonnen Bromelit halt abgebaut für den Ingenieur. Hat dann 3 Arsen, glaube ich, bekommen. Aber wenn man jetzt gezielt, dann das gut wissen. Aber wenn du jetzt halt auch was Harm drin kannst, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was man farmen kann, außer die Diamanten und sowas. Ob es da was Lukratives gibt. Wahrscheinlich erst mal ein bisschen Ruf bei denen aufbauen. Medicine Terminal. Also das ist schon ein bisschen... Warte mal, die Musik ein bisschen leiser machen. Ich habe jetzt eine einzige Föderationsmission für die. Und die will gleich, dass ich 2700 Einheiten... Nee, die auf keinen Fall. Führt die alles in dieselbe... Die Mission schwankt ein bisschen, es kann schon sein. Soll ich mal zur nächsten fliegen? Kannst du machen. Aber da sind dieselben Fraktionen ansässig, glaube ich. Ja, aber vielleicht haben die andere Missis, was? Ich komme gleich auch mal mit runter. Ich komme mit der Karte runter, da kann ich dir vielleicht ein bisschen helfen.
Blicken wir mal zu Schröder Terminal. Was sagst du? Ich sag, du bist nicht mehr im Sotis- und Zeus-System, ne? Nee, ich bin in Olokulu, Okululu, Honolulu. Ja, Honolulu. Irgendwas mit Kulululu. Kulululu. Ist das weit davon weg? Es waren jetzt 7 Sprünge. Du musst mal gucken, ob die gerade führen sind, weil es kann sein, dass die jetzt eventuell die Macht in dieses System verloren haben, weil es schwankt auch ganz schön. Nübis, ja. Alles relativ unabhängig gerade. Jetzt gucken wir mal, ob die noch was haben. Olokulu. Olokulu. Ah ja. Also ich habe da mein Imperium dran gemacht bei der... Wo dann? Olokulu? Ja, die haben 2 Imperium-Fraktionen und eine Föderationsfraktion. Ja, so war es ja auch. Aber ich finde halt 2700 Cargo ein bisschen zu hart für eine Mission. Ja, vor allen Dingen mit der T9. Ja, normalerweise nimmst du mehrere kleine Missionen an. Machst du gleichzeitig halt 5-6 Missionen auf einmal. Ja. Ja gut, große kann man ja auch nehmen, ne? Dann nimmst du erst ein paar kleine mit und dann der Rest des Schiffs raus mit dem Zeug voll. Nee, da kommt stärkere Gegner. Das macht man eigentlich nicht. Aber das lohnt sich meistens nicht für den Ruf, was du da noch für bekommst. Ja doch, du kriegst schon 6 Rufpunkte oder so oder 5 Rufpunkte pro Mission. Das ist der Geschwadermission halt. Ich komme ja, mal mit runter, da kann ich auch sowas mal annehmen. Vielleicht auch ein bisschen Rufform für die Großkampfschiffe, wo du eine Admiral sein musst, wahrscheinlich. Oh, danke.
Das überlasse ich ihm, Franco. Aber stell dir mal vor, wenn das Ding halt im Prinzip selber halt nutzen kannst, dann lädst du das immer mit deinem, das ein globales Inventar hat für dich. Dann lädst du dann immer schön das Pagita rein und fliegst mit dem Riesenschiff abgeben. Du meinst, was du da Milliarden kriegst. Ja, genau. Ich fahr ein Pionit mit unserem Trägerschiff. Das wäre aber cool, wenn das halt plötzlich gibt. Du lädst dann halt eine Art von Inventar hinter. Was meinst du, wie viel Mining Laser ich da unterbringe? Wie viel Drohnen? Ich meine nicht mit dem großen Schiff, ich meine, dass du das halt immer einlagerst dann. Ich würde auch mit dem großen Schiff durchfliegen. Einfach Frachtluke auf, einpacken. Ja. Und dann Asteroid für Asteroid einfach in den Warpkern werfen. Daumen drücken. Das sieht doch schon besser aus. Nach Yekuana. Genau. Ja, also. Dann holen wir das Schiff mal her. Dann nehme ich von allen Fraktionen was an. Also immer einen Laderaum voll machen. 13 Minuten für die Typ 9. Schröder Terminal. Du hast halt immer dann so Missionen dabei, da musst du bis 2 Tonnen transportieren, kriegst halt 1 Million dafür. Oder entsprechend Ruf. Oder 1,5 Millionen sogar. Kann ich nicht noch ein bisschen Geld spenden? Tatsächlich nicht. Liegt denn der Pionitpreis hier? Wollen die das gar nicht? Das ist aber ganz leise gerade hier. Niedertemperaturdiamanten für 293.000 Credits nur. Ganz, ganz schlimmes Gebiet hier. Das wird nicht die Homebase.
Nimm die Weste ruhig schon an, nicht dass der Timer resettet. Ja. Das ist später einer. Was ist denn der Sprung? Equana. So, könnt ihr mich jetzt wieder besser hören? Ja, jetzt ist es besser, ja. Zwei Lichtjahre, ah ja, easy. Oh ja. Könntest du dir keine neue T9 hier kaufen? Hätte ich bestimmt auch machen können, aber. Wegwerf T9. Wer nimmt denn sowas an, 2876 Einheiten liefern? Was kannst du nur machen, wenn du einen Wing fliegst? Ach, kannst du die Einheiten dann teilen, oder was? Ja, klar. Natürlich. So, okay, das wusste ich jetzt nicht. Die Wing-Mission sind die mit den 3 Sternen da. Ja, mit dem Ring immer da dran. Aber du hast in der Regel halt auch erhöhte Feind. Ich dachte, das hier wären die Wing-Missionen. Die mit dem Fahrtenkreuzen mit den 3 Schiffen. Das ist eine Kampfmission. Massaker-Mission. Die Symbol zeigt immer an, dass es eine Geschwader-Mission ist. Du hast immer erhöhte Aktivitäten, halt zum Beispiel mehr Erze farmen oder so. Okay. Das gibt auch wesentlich mehr Belohnung. Manchmal ist es richtig gute Schwingmission, da gibt es halt 25 Millionen für eine Mission. Also für jeden. Ja. Kannst du Leuten am Anfang halt gut Geld zuschustern. Du nimmst halt so eine Wing-Mission an, machst sie alleine und teilst sie dann mit jemand anders. Den halt erstmal ein bisschen Startkapital zu geben. Ja, habe ich mit einem Kumpel gemacht, der gerade mit Elite angefangen hatte. Vor ein paar Monaten. Also war auch zusammengeflogen. Oder mehr gesagt, ich habe dann so eine Wing-Mission da angenommen. Hab dann 45 Piraten dann gekillt und also beim letzten Pirat habe ich den, ist er dann online gekommen, dann habe ich den dann mit reingeholt
Dann sind wir, habe ich die abgeschlossen, weggebracht. Ja, hat er direkt 45, hat er da, ja, war auf jeden Fall, waren hat, ich glaube, 35 Millionen, irgendwie so was um den Dreh. War auf jeden Fall ganz schön viel. Okay. Ich meine gleich, dass hier 6000 Tonnen transportiert, das mache ich nicht. Ich grüße Sie, Kommandant. Ich grüße Sie. Na ja, 4 Minuten noch. Gibt's hier sonst noch? Oha, ganze 6 Schiffe. Sideline, da könnte ich mehr kaufen. Zählst du als T9? Gab's echt? Nee. Nee. Typ 6. Typ 6. Fast. Ich glaube, das ist ein Schuhkarton im Vergleich zur T9, ne? Ich will einen größeren Frachter in dem Schiff noch. Noch größer. Ich hätte gern sowas hier wie die T6 von der Form her. Aber doppelt so breit und dreimal so lang. So, dass, wenn glaub, da dass wenn du durch den Schlitz fliegst, dass du links und rechts noch so ein Blatt Papier durchbringst. Na, jetzt aber glaube ich dann Probleme beim Landen noch, die Ports. Dann kaufe ich mir einen Landecomputer. Oder zum Beispiel kann man es ja, vielleicht kann man es ja auch hochkant landen. Ja, aber von der Länge hättest du dann Probleme. Breite, okay. Das... 8 Schiffe besitze ich jetzt mittlerweile. Die Diamondbacks sind noch nicht ausgerüstet, oder? Nee. Nur grob. Der Bubble Hass, Bass. Bist du Orca schon mal geflogen? Ja. Passagiermission. Eine bisher. Schönes Teil. Absolut cool. Ja. Diamondback dann schon ein bisschen gepusht oder noch gar nichts? Ich habe momentan ein paar Stromprobleme und werde die erstmal Richtung Felicity transferieren müssen. Mhm. Und das dann Kraftwerk einmal pimpen. Was hast du für ein Kraftwerk drin? Ne? Ein Dreier, glaube ich, nur. Oder ein Zweier? Dreier, glaube ich.
Ich habe heute ein 4D eingebaut, das reicht völlig aus. Ja, das langt auch völlig, aber ist halt viel zu schwer. Nö, nee, eigentlich nicht. Ich komme auf 75 Lichtjahre Reichweite. Okay. Ich habe nur den Antrieb gepimpt und den Guardian-Dings drin. Ich habe Guardian drin, aber den Antrieb noch nicht gepimpt. Und ich habe sogar wieder schwere Schubdüsen eingebaut. Okay. Das halt so minimal ausmacht. Ich wollte einen 3A oder einen 3D einbauen, eins von beiden. Und das hat um, ich glaube, 0, oder um 1 Megawatt hat es, glaube ich, nicht mehr gereicht. Du kannst die Ladeluke deaktivieren, 1%. Ja, habe ich schon. Achso. Deswegen erst zur Felicity-Kraftwerk pimpen. Was wiederum Mats benötigt, die ich nicht habe. Er fragt doch einfach. Das ist ein Teufelskreis. Ja, da kommst du ins Mats-Farm, kommst du leider nicht drum herum. Nee? Da hast du recht. Oh, ist mal ein Schiff da? Nee. Doch, ja. Ja. Aber so ein Fahrzeug kann ich dir jetzt auch zuschustern, da kannst du mit der T9 mitkommen, wenn ich campe. Kannst einfach alles einsammeln, instant. So, oh, die T9 ist da. Also ich bin die Mission damals immer ohne Schilde und mit maximalen Frachtraum geflogen. Da kriegst du halt einfach mehr rein. Kannst du mal gucken, ob jetzt neue Missionen da sind? Das war jetzt relativ lang. Ja. Zumindest verdiene ich. Bei Imperium kannst du auch mal gucken. Bei Imperium willst du auch irgendwann noch haben. Ja, 3049 Einheiten. Not really. Dann fliegen wir es mal so los und gucken mal, was wir wieder zurückbekommen. Du kannst halt mehr Missionen annehmen, wenn du halt höheren Ruf hast. Mal schon gucken, was habe ich denn an Ausrüstung, beziehungsweise an... Habe ich Drohnen drin? Hoffe nicht. Nee. Nein, halt. Zurück. Aufgeben. Oh, das wird jetzt wieder eine Umstellung mit dem schwerfälligen Ding. Erstmal dezent den Schlitz rammen. Lex macht jetzt erstmal eine Briefkastenvergrößerung. Eieieiei.
Planet im Weg, ist er nicht. Ja. Hast du nicht mal kurz mit deiner T9 wegschieben können? Ich wollte eigentlich durchspringen, aber wollte er nicht machen. Einer. Geht immer zur selben Station, immer zum Virtual Dock. Und schon der Erste, der abfangen will. Signal aktiviert, der kannst du direkt aus dem Hörstock springen. Das sieht schon aus. Ein sehr angenehmer Fluchtvektor. Muss gar nichts machen. Welche Mucke? Ne, der Landecomputer hat doch so klassische Musik laufen, wenn halt. Strafen. Sind wir rappt? Er war im Weg.
Krieg ich da echt ein Knöllchen her? 13,75 Einheiten abbauen, Wasser. Geschwadermission. 13.752 Einheiten. Was? Ja. 13.000? Hammer. Und dafür kriegst du ganze 16 Millionen. Prostmahlzeit, ey. Oha. Vorläufer zählen, besorgen. 14 Millionen, Einfluss, 5 Sterne. Die nehme ich mal an, die mache ich mal. Lade ich dich mal ein, dann kannst du die auch dann hier abgeben. War das jetzt für? Ja, für Federation. Imperium, das abgeben. Und ich bekomme Materialien hier. Ja, immer Materialien. Oder halt, also primär Ruf nehmen bei der Fraktion, die du brauchst, und sonst Materialien. Besorgen, Unterhaltungselektronik, Geschwadermission, 630 Einheiten. Aber das bringt keinen Ruf, oder? Nee. Man muss auch nicht. Hallo. Ich habe halt keine Folgetransportmission, ist auch sehr geil. Nee, die hast du nicht. Du nimmst einfach Waren mit zurück, die da haben wollen. Machst du noch ein bisschen Kohle. Ah, okay. Außerdem haben die manchmal halt das Bedürfnis nach, vor allem nach Lebensmitteln. Also pack dir einfach so ein bisschen Lebensmittel ein, was die halt haben. Und da guckst du halt, ob die irgendwie so eine Versorgungsmission halt noch haben wollen. Das sind so Missionen, die wollen halt Tee haben oder die wollen halt Schnaps haben oder die wollen Bier. Also immer einfach ein bisschen Lebensmittel mitnehmen und dann gucken, was sie halt brauchen können. So, was soll ich jetzt Vorläuferzellen? Was heißt Vorläuferzelle auf Englisch? Eieiei, jetzt bleib ich schon wieder im Schlitz hängen. Drive charging.
Übrigens ist nur ein Ingenieur in der Bubble. Da muss ich nach Dings. Scan detected. Dann geht's ja bald los. Also ich wäre eigentlich schon fast zu weit. Ich habe eine Kippung. Mission critical message. Mal hier zum Beispiel Nahrungskartuschen. Nee, Nahrungskartuschen? Ja, das war das. Gab es die Nahrungskartuschen auf der... Nee, Nahrungskartuschen gab es, glaube ich, nicht auf der anderen Station. Aber sowas zum Beispiel, diese Versorgungsmission. Okay. Wenn du halt solche siehst, halt, wo du zum Beispiel Getreide, Bier oder irgendwas halt liefern musst, dann nimm die gleich direkt an. Vom Imperium. Und das hier ist so eine Mission, wo du halt im Prinzip mit 2 Tonnen ja. Eine Million dann später machst. Aquaponik-Systeme? Nee, das ist Technik. Es geht um allgemeine Medikamente. Die produzieren, glaube ich, bloß Nahrungsmittel auf deiner Station. Also Bier, Kaffee, Tee, Getreide. Nahrungskartuschen auch nicht. Kaffee? Kaffee nehmen sie. Kaffee haben sie. Wasser? Wasser, weiß ich nicht. Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht. Warte, ich bin gleich da, ich gucke. Obst und Gemüse kannst du annehmen. Liefern Bier, wie viel Bier war das? Da war gerade eine Lieferungsgeschwadermission mit Bier. Zu viel. 1400 sind 3 Flüge. Ja, wo ich das nichts mitnehmen kann. Nee, das ist der Rückflug. Ach so, okay. Du lädst dann quasi auf dem Rückflug immer das mit ein. Bier haben sie, hast du gesagt. Bier haben sie.
Vielleicht wenigstens, hat er ja nochmal Tour fliegen. Wenigstens machen sie eine Sache richtig, du. 1400 Tonnen Bier. Sollte man trinken. Aber irgendwie muss der Biomüll auch zustande kommen. Bist du schon losgeflogen? Kann ich dich noch anspringen? Ich bin jetzt gerade beim Landeanflug. Kannst du mich anspringen? Müsste aktiv sein. Ich guck mal schnell. Schwader Signal ist an. Jo. Raumschiff gar nicht umgefärbt auf Orange. Nee, noch gar nicht. Das war mir dann doch zu heikel. So, Thomas. Raummedikamente.
Also das gibt mal richtig Ruf hier. Das gibt hier wenigstens mal richtig Ruf. Ja, das meine ich ja. Also das ist zwei Ruf, das ist halt nichts, keine Ahnung, das kriegst du hier mit, verbunden mit einem Haufen Kohle. Und wenn du hier mal mehr hast, dann hast du mindestens 4 Sterne. Und das bringt halt einfach mehr. Deswegen halt mein Imperiumsrang ging ja übelst schnell auf der Station. Es sind doch 2 Fraktionen, aber trotzdem. Aber du machst halt beides und kriegst auch nebenbei noch Mats, also einfach angenehmer. Wo ist denn jetzt das Bier hier? Ah, muss ich hier kaufen. Achso, das stimmt. Warenmarkt. Ja, zeigt er mir gar nicht an. Unter legale Drogen? Ja, habe ich die Mission jetzt nicht angenommen oder was? Ich nehme es mal an. So, was gibt's noch? Naturfasern, Tierfleisch, Tee, Obst, Gemüse, Kaffee, Getreide, Fisch und Algen. Wein, Spirituosen und Bier. Wasser gibt's ja auch, also Wasser kannst du dann theoretisch auch annehmen. Okay, also ich habe jetzt mal 512 Bier eingepackt. Habe ich die Mission jetzt nicht angenommen oder was? Will ich nochmal teilen? Nö, ist angenommen, ich bin drin. Alles okay. Gut. Du hast doch mal ein paar Funken geschlagen gerade. Ja, das war ohne Startcomputer. Na gut. Erst dreist von oben links überholen und dann noch Funken raushauen. Ne? Das haben wir gern. Springe ich auf dich raus, oder? Kannst du machen, ja. Ich bin gleich da. Morgen Zielscheibe. Hey, Zilli. Schön, dass du reinschaust. Ich bin gleich wieder vorbei. Wie geil, er schickt mich halt 0,19 Lichtsekunden aus dem Hyperraum. Dankeschön dafür. Ja, ich bin ja nicht da, wahrscheinlich deswegen. Bier und Biomüll ist heute der Plan. Ja, ab und zu muss das auch mal sein, Billy. Den Müll rausbringen und so. Legon, Lima,
finde, das sollte Elon Musk auch noch machen. Mülltransporte anbieten in die Sonne. Ganzen Atommüll. Glaub mir, dann wäre er saniert fürs Leben. Weit rausgeschossen, hä? Ja. 20 Kilometer. Ja, zieh die dann, sag ich mal, Schicksal. Dann muss ich ganz schnell in meinen Bunker ziehen. Hast du einen Privatbunker, ja? Nee. Ich hab zumindest Wasservorräte halt in der Kammer. Wasser- und Biervorräte. Bier habe ich im Laderaum. Besorge Spirituosen. Die Frage ist nur, was für ein Bier? Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, wie viel Prozent. Och je, echt. Oh, bitte nicht, echt, bitte nicht. Liegt zur Seite? Zur Seite. Ich mach's ja schon, ich mach's schon, ich mach's schon. Steht drin noch? Bin ich dabei? Oh, nee, echt jetzt. Das mit 512 Tonnen Bier. Das schöne Bier. Kannst du einen Blick zurückwärts? Jetzt hab ich ihn. Hängst du immer noch fest, oder? Alter. Was zur Hölle? Das war die bisher mieseste Landung in meinem ganzen Elite Dangerous Life. Ist das gerade mal durchgeboostet, kann das sein? Ja, damit ich hier wegkomme. Da schafft er sich von der D9 halt zu befreien und rammst du voll in die Wand rein, ey. Oh Mann, das ist geil. So, Wusa. Anonymer Zugriff. Habe ich jetzt auch noch eine Strafe bekommen? Ja klar, 500. Es blockiert dann das Eintritts. Merke, bei T9 passen nicht durch den Schlitz. Es sind auch noch 12.000 Reparaturkosten. Das sollte dich jetzt nicht unbedingt stören, 12.000. Na, teures Bier, was ich hier im Laderaum habe. ...267 Bier brauchen wir noch. Ja, ja. Guck erst mal, was du an Missionen so annehmen kannst. Ich leg jetzt erstmal immer Vorläuferzellen. Incoming Mission Critical Message.
Die mit wenig Tonnen immer annehmen. Du hast ganz viel Besorgungsmission gehabt gerade bei den Imperialen. Getreide hätte ich hier. Getreide kannst du holen. Zweimal. Und Tierfleisch gibt's auch. Nur künstliches Fleisch gibt's da nicht. Das wäre ein klebriger Schlitz geworden, wenn das ganze Bier aus meinem Frachtraum gelaufen wäre. Das ist eh total zerstört alles. Ganze Bierflaschen. Transportierst natürlich Glas. Wo soll denn eine Tonne kommen? Das Stoßenbier. Schon wieder Strafe wegen rücksichtslosem Flieg. Das hier hat die Schiffe nicht mehr gefallen. Die hassen mich hier. Die wissen einfach, dass sie Geld haben, dass bei dir was zu holen gibt. Lass mich mal rechnen, aber jetzt, wie viel brauche ich? So, mal deine Fähigkeiten testen. 837 minus 688. Was hast du gesagt? 837 minus 688? Mhm. Boah. 149. Richtig. Wenn du den Stream jetzt genau angeschaut hättest, hättest du gesehen, wie ich zu meinem iPhone gegriffen habe. Oh nee, nee. Auch nicht schlecht. Lass starten. Weißt du, ich bin Informatiker, ich lass rechnen. Ja, ist ja richtig. Scheiß Leider, bitte hör auf. Stopp. Back. Einen texturloseren Planeten habe ich auch noch nie gesehen wie den hier.
Hier ist ein Wasserplanet. Wasser. Mhm. Ohne irgendeine Kräuselung. Mhm. Musst du näher ran? Das ist vielleicht ein Bierplanet. Welche Farbe? Schaumwolken. Ein Geschwadersignal kurz aktivieren. Ist an. So geteilt. Vorläuferzellen? Ja, ich gebe gleich ab. Ah, okay. Kannst du gleich einkassieren. Ist hier oder in Herschel? Beziehungsweise in Schröder oder in Herschel? Ich gebe sie hier ab. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt... Ich glaube, ich habe es auch hier angenommen, also müsstest du theoretisch hier auch abgeben können. Okay. Warte noch kurz. Angenommen. Ja. Nice, Laserkristalle. Dankeschön, mega. Oh, nehme ich die Detektoren oder nehme ich ein Sternchen Ruf mehr? Ich nehme den Ruf, du willst den primären Ruf haben. Nimm den Ruf. Scheiße, die Detektoren, das ist Stufe 3. Kram, das kriegt man relativ schnell. Ja, die Fraktion, die jetzt wirklich halt pushen, ist mir immer eine Ruhe. Scheiße, unterhaltet sich nicht drin, gab's das da? Ich nehm's mal. Ich nehme das Bier jetzt mit zurück. Das restliche, was fehlt. Hey Mojo! Einiges. Ich habe jetzt schon lange keine Aufstiegsmissionen mehr bekommen.
bin jetzt aber gerade erst Leutnant in der Föderation. Und mache hier gerade noch Imperium nebenbei auch noch mit. Dauert schon noch ein bisschen. Ja, das glaube ich dir, Mojo. Deswegen, die muss auf jeden Fall her. Bier brauche ich. Das Bier brauchst du nicht, das Bier habe ich. Hast du das Bier, okay. 35 Wasser. Ja, Passagiermissionen gibt es momentan leider keine. Das ist so ein bisschen blöd. Sonst hätte ich da auch welche gemacht. Ach so, normale Passagiere, ich dachte Rescue jetzt, okay. Ja, der zeigt dir das alles an, da brauchst du ja nicht nachgucken, was du holen musst. Der zeigt dir das an. Da ist ein Symbol dabei. Und zeigt dir 49. Ah, 49, ja, alles gleich, ich sehe es gerade, ja. Hier hast du Kaffee, glaube ich noch. Ja, ja. Bist du okay? Das ist passend. Wie lange hast du mit den Transportmissionen ungefähr gebraucht, Mojo? Roundabout mal Stunden Gesamtzahl. Und von welchem Rang hast du gestartet, als du das gemacht hast? Oder als du effektiv den Ruf gefarmt hast? Abfangen. Boah, der Sonne, unglaublich. Was haltet dich jetzt raus oder was? Nee. Doch nicht. Sieht schon hart so aus.
Echt jetzt? Guck, was er bei Alt an und guck, was er will. Oder greift er dich direkt an? Weg, oder? Ja, weg. Oh, so eine Kacke. Aber du hast jetzt keine Mission gerade laufen, sondern bloß den wahren Wert. Also eine Scheiß. Ich komme ja auch noch in die Gefangenenanstalt. Warum das denn? Das war das Olokulu. Ja, vielleicht hätte ich halt nicht den Speed rausnehmen sollen, direkt vor der Sonne. Was du anbremst? Oder automatisches Bremsen drin gehabt? Ich hab direkt rausgenommen gehabt. Trotzdem kacke. Vielleicht mal Kuvert herholen. Also bist du noch so weit weg, oder? Ja, komm vor, ab und an. Aber immer noch 3,2 Milliarden. Tee. Der Kaffee und Wasser. Jetzt bestimmt die Sonne aus vor lauter Wasser. Bildet sich ein Eisring. Kann ich gleich Arsen da fahren, wo ich geplatzt bin. Das Bier habe ich abgegeben. Scheiße, ich habe das Bier nicht verkauft, oder? Also abgegeben habe ich es, aber der restliche Bier habe ich nicht verkauft. Jetzt habe ich noch einen Frachtraum drin, merke ich gerade. Drei Sprünge noch. Yeses. Kann ich das Ding ja gleich. Rahmenattacke wahrscheinlich. Kann ich das Ding ja gleich. Ja, wahrscheinlich. Kann ich das Ding ja gleich abstellen und offline gehen, du.
4% auf Rang Konteradmiral gemacht. Und 2% auf Rang Herzog. Da war ich bei 25, glaube ich. Ich werde sie mir so nur abgeben und dann mache ich auch erstmal was. Jo, jo. Biermission ist fertig, die kannst du theoretisch machen. Jo. Biermission. Ich habe jetzt hier Bier abgeliefert und kriege als Belohnung 18 Tonnen Unterhaltungselektronik, die ich für eine andere Mission brauche. Perfekt. Confirmed. Dispatching ground crew.
Ja, so eine brandneue T9, die fliegt sich dann schon verdammt gut, ne? Muss schon sagen. Schatzkeks. Die riecht auch noch so richtig neu. Ja. Ganz rechts. Genau. Ja, ist halt ein bisschen teuer, weil du die ganze Bergbauausrüstung drin hast. Ich glaube, als ich damals geplatzt bin, hat das gerade mal 4 Millionen gekostet. Aber die war halt komplett nackig. Da war nichts drin außer Frachtraum. Jetzt kommen langsam die Missionen rein. Kaffee gab's da. Jo. Angucken. Spenden habe ich keinen Bock. Wein? Wein gibt's auch. Wein, Spirituosen, Bier. Jo, fly safe. Nach Zivi. Mission fertig. Thank you.
Speed rausnehmen. Jo, angenommen. Besser damit an. Ah, was ist denn da los? Ja, das ist ja komisch zittert, ne? Keine Ahnung. Cheated. Sorry. Ich wollte dich jetzt nicht ablenken. Nee, passt. Die Kiste ist halt so schwerfällig. Jetzt ist eine kleine Textur drauf. Im Planet. Aus der Wolke. Oder was ist eine Eisscholle?
gebe gleich noch einen ab. Warte mal noch ganz kurz, bevor du losfliegst. Muss ich eh noch einladen. Jo. Keine Landeerlaubnis, du musst vielleicht doch einfach mal starten. Kannst die Mission auch morgen noch abgeben oder später. Kriegst du keine Landeerlaubnis? Nö, ist voll. Es sind zwei Tab 7 Transporter da. Ja, warte, ich starte. Eine Orca und du. Also vier Landepots sind belegt. Jetzt gar nicht. Wahrscheinlich, dass du nur starten bist. Du bist einfach runtergefahren. Hoffentlich diesmal ohne Abfangen.
wieder hin ab. Ja. Heute wollen sie es wissen, ja. Ich bin mal raus, ich muss ins Bett. Gute Nacht. Bis morgen. Ja, bis morgen. Ciao. Ciao. Mission critical message.
Incoming mission critical message. Incoming message.
Touchdown.
So, dann möchte ich mich mal fürs Zuschauen bedanken. Und dann wünsche ich euch allen auf jeden Fall mal eine gute Nacht und dann sehen wir uns morgen um 22 Uhr wieder. Ich werde es jetzt vielleicht nochmal auf YouTube hochladen. Auch da gerne einen Daumen hoch geben und ein Abo da lassen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten, wenn es noch nicht getan hat, gerne auch mal oben auf Twitch die Follow-Taste drücken. Ich freue mich aufs nächste Mal. Good night, good flight. 07, euer Lex.